Hallo, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du reinschaust. Heute die Maginon QC800. Haben wir hier mal fliegen lassen. Ja, es ist fast windstill. Das ist ganz wichtig für Anfänger. Wirklich bei Nullwind fliegen. Und ja, einfach mal schauen, was passiert. Ich packe es erstmal aus und los geht's. Hier haben wir das gute Stück in diesem Karton. Das rausgefallen hier. Garantie und das ganze Zeug. Hab ich nämlich hier oben reingepackt. Das Handy werden wir gleich mal anschalten. Ich habe mir ein separates Handy genommen, weil die vielen Apps, die rumfliegen hier, die Halterung, die steckt mir einfach oben rein. Soll ich noch nicht anschalten hier. Das Ganze hier eingesteckt. Und auseinander gemacht, richtig arretieren lassen. Ja, und fertig ist, glaube ich. Jetzt schalten wir das hier ein. Es blinkt hier. Scheinbar kurz eingeschaltet. Und wir sehen. Eigentlich jetzt was machen. So, ich werde einfach doch mal die Startposition hier auf dem Dings machen, hier auf den was sehen. So, hatte ich schon verbunden. Ich kann die ganze auch ohne Handy fliegen. Das geht auch. Ich habe zwei Möglichkeiten zu starten. Einmal hier. Da geht sie nur an. Und ich muss hier beherzt Gas geben und sie fliegt nach vorn. So, das ist Stufe 1, das ist wirklich langsam, ich bin draußen. Stufe 2, geht schon ein bisschen was mehr los hier. Besten Stufe 3. Da habt ihr sie mehr unter Gewalt. Und ja, habe ich schon mal die verschiedenen Stufen gesehen. Landen wir einfach mal hier. Dieser Landetaste. So. Einmal Speck. Jetzt wollen wir dazu noch das Handy anwerfen. Also wie gesagt, ihr könnt es halt auch ohne Handy fliegen, die ganze Sache. Mit Handy. So, WLAN einschalten. Netzwerk hinzufügen, hat sofort die QC800 SE erkannt. So, dann rausgehen wieder aus dem WLAN und brechen. Geht dann hier irgendwo, muss dann das App kommen. Maginon Air, es kommt schon. Geht dann auf Start. Und Connection. Ich habe dann hier die Ansicht. Okay, also mit dieser Starter kann mit dieser Taste kann ich sie anlaufen lassen. Neu ist jetzt, dass es nicht mehr hochfliegt und auf dem Meter stehen bleibt. Das muss ich jetzt selber machen. Wie das geht, aber kein Problem. Und ich kann auch mit dieser Einstellung die Drohne starten und einfach Gas geben, beherzt abheben und schon fliegt das Teil in der Drohne auch relativ ruhig in der Luft. Sie lässt sie mir lassen. Müsste ein bisschen nach vorn trimmen. Und ja, kann ich meckern, passt alles. Ich habe Stufe 3 drin hier. Und jetzt habe ich schon ein bisschen zu tun. Ich habe ganz, ganz leichten Wind, den ich so her zu mir bringen kann. Ich muss wirklich hier den Nick hier voll reindrücken. Und
Ja, wie gesagt, als Anfänger, ich bin Profi, aber habe schon ein bisschen zu tun hier damit. Und lass einfach mal zu Boden sinken. Ja, wie gesagt, 3,7 Volt, das ist halt jetzt keine so tolle Leistung. Schön, was mir hier gefällt. Es blinkt ja schon, müssen wir den Akku wechseln, das gibt's nicht. Am besten erstmal die Drohne ausmachen hier. Das ist ein bisschen schade, um die jetzt hier umspinnt. So, hier nochmal rausgehen. Neu verbinden. Das ist an. So, hier kann ich es auch nochmal kalibrieren. Wenn es irgendwie wirklich schräg zieht, wirklich nach längerem Benutzen, sollte er das wirklich machen. So, jetzt wird es spannend. Jetzt gucken wir uns einfach mal die Filmaufnahmen an. Und starten mit diesem Knopf hier einfach mal. Und sofort fliegt die Drohne. Und jetzt machen wir mal erstmal ein Foto, dieser Fototaste. So, ich bin verschreckt gar nicht in die App reingegangen. Die Stussel landen lassen. Und eine besondere Warnung noch an euch. Diesen Stoppknopf nicht im Fluge drücken. Wenn man den im Flug drückt, gehen sofort die Motoren aus und die Drohne stürzt euch ab. So, jetzt holen wir unsere App nochmal rein hier. Maginen eher. Ja, wie gesagt, kann man eben drauf sehen, ob das Ganze passt oder nicht passt. Speicherkarte haben wir eingelegt. Jetzt schauen wir einfach mal hier, was die Filme machen. Hier Foto, macht ein kurzes Foto und hier beginnen wir jetzt einfach mal einen Film zu machen. Jetzt macht das jetzt hier. Und wir schauen einfach mal, was die Filmqualität so macht. Schön ist, die Kamera kann man eben wunderbar verstellen. Das sehe ich, ich habe echt schon Probleme zu schauen, wo sie, in welche Richtung sie mir zeigt. Sie fliegt wirklich sehr gut. Gibt natürlich Vollgas. Das Problem ist einfach die Leistung, 3,7 Volt. Ihr müsst wirklich ja, Windstille haben, um hier eben anständig fliegen zu können. So, im Screen habe ich nur ein Geruckel und Gezerre, aber wir haben zum Glück eine Speicherkarte drin, das heißt, hier wird das direkt auf der Speicherplatte gespeichert. Und ich mache jetzt mal den Not aus hier und ihr seht ja, sofort fliegt die Drohne immer nach unten. So, jetzt machen wir mal eine andere Perspektive, nehme ich hier einfach mal das nach unten. Und starte den Film neu. Und ich habe jetzt die Perspektive, Fußbodenperspektive. Ja, 10 Minuten sollen wir fliegen können. Der eine Akku war schon eigentlich vollgeladen, hat er mir angezeigt. Aber er war hier schon sah es mau aus. Ja, kann jetzt nicht meckern, fliegt gut.
Da müssen wir ständig die Drohne beobachten. So still steht sie auch nicht. Okay, wir werden sie jetzt einfach mal landen lassen wieder. Ich habe zwei Punkte hinten drauf. Landetaste. Sie geht mal hier runter halt. Ich habe halt so ein bisschen Gras überall. Okay. So, jetzt schauen wir uns mal die Taste an hier, die Headless-Modus-Taste. So. Und da muss die Drohne wirklich da vorne stehen. So. Ja, ich muss wirklich jetzt wieder beim Neustart wieder. So, jetzt müsst ihr jetzt, genau. Interessant ist, wenn die Drohne auf einen zukommt. Genau. Wenn ihr nach vorne näht, das ist nicht Headless-Modus. Und da. Genau. Das müsst ihr mir drücken, wie die Drohne auch zu mir kommt. Aber das funktioniert nicht ganz so super genau. Man gibt leider kein Piepsignal und nichts. Und ja, da muss man echt aufpassen als Anfänger. Ich würde es nicht empfehlen. Und jetzt machen wir den One Key Return Taste. Okay. Sie schießt mir übers Ziel hinaus. Sollte eigentlich in meine Nähe kommen. Und jetzt machen wir nochmal On-Key-Return-Taste. Sobald ich eingreife, schießt sie wieder mit übers Ziel hinaus. Okay. Ja, jetzt haben wir noch eine Kiste, die Flips. Ich kann so Überschläge machen, indem ich diese Taste drücke. Ne, macht er mir irgendwie nicht. Nochmal. Jetzt macht er's. Mach mal ein Filmchen. Jawohl. Es klappt auch. Ja, das ist halt so ein Gag. So ein Gag halt, den man angebaut hat. Und es fängt schon an zu blinken. Das heißt, wir müssen wieder landen. Und hier. Genau, ich habe nur einen Punkt drauf, würde ich euch wirklich empfehlen zu landen. Ja. Sonst macht er die Akkus kaputt. Ja, schade, war ein bisschen ein kurzes Vergnügen. Es fängt wie gesagt an zu blinken hier. Und wie gesagt, ich bin euch jetzt auf die Aufnahmen gespannt. Und ja, wie gesagt, Fernbedienung ausschalten. Und Drohne ausschalten. Ja, Akkus haben jetzt nicht so lang gehalten. Vielleicht 5 Minuten. Ein bisschen schade. Und, aber okay. Vielleicht, die Akkus brauchen manchmal auch noch so ein bisschen, um sich einzuleben. Müssen 2-3 Mal aufgeladen werden, ehe die so richtig Leistung abgeben. Aber okay, jetzt so, wie gesagt, fliegt sie halt wie eine Anfängerdrohne halt. Wie nichts anderes erwarten. Die günstige Aldi-Drohne fliegt genauso. Wie gesagt, die andere habt ihr halt GPS, die liegt halt noch steifer in der Luft. Sobald er den Knüppel loslässt, wird sie durch GPS hier gehalten. Ja, hier die Kamera kann ich rauf und runter biegen. Und ja, sonst eigentlich wirklich ganz cool. Hier Speicherkarte drin. Wie gesagt, müssen wir mal schauen, wie die Bildqualität ist. Und bis dann. Ja, neuer Wurf, diese QC800, steht nichts drauf, wie sie heißt, ist ein bisschen teurer. Ja, sie hat 2 Akkus drin und schauen wir mal die Kamera, spekuliere ich mal drauf, wie sie besser wird. Ich werde dann gleich noch ein Review hinterher schieben und mich über die
Qualität auslassen, meine Bewunderung oder Verachtung, dann drüber euch kundtun. Ja, ciao dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ja, mein Resümee der Drohne zu dem Footage. Also von der Qualität her ist es nicht ganz so berauschend. Es ist halt wie die ersten Handys. Ich habe halt nur Full HD. Die günstigere Drohne hat eben HD. Einziger Vorteil ist, hier schon einen zweiten Akku mit dabei. Aber es ist halt nur die typische Anfängerdrohne, die eben nicht genug Leistung hat, um eben halt auch bei ein bisschen Wind zu fliegen. Deswegen auch für Anfänger aufgepasst, sobald die Zweige draußen wackeln, lasst eure Drohne im Schrank oder übt wirklich an einem windstillen Ort, weil wie gesagt, wenn Wind kommt, dann trägt der Wind die Drohne einfach weg und ihr könnt steuern, wie ihr wollt. Als Anfänger ist man eh überfordert, muss man sich mit der Drohne, mit der Drohnensteuerung auseinandersetzen, deswegen am Boden bleiben, ja. Selbst überlegen, ob das was für euch ist oder ob wirklich, wenn ihr wirklich super nice Bilder haben wollt, dann müsst ihr wirklich 300 Euro ausgeben. Eben halt die Marktführer, DJI und sowas, die bieten dann richtige Bilder und Filme an, die wirklich von guter Qualität sind. Okay, ciao dann, bis zum nächsten Mal.